Hey, ho, willkommen zurück zu Life is Strange. Wir haben ziemlich was durchgemacht bei den letzten Malen. Und jetzt geht's weiter. Und ich bin mir nicht sicher, ob oben jetzt der Tornado wütet oder nicht. Aber das hätte er doch dann bemerkt, oder? Weil er ist ja von oben gekommen. Gott, ich lasse die Sachen jetzt erstmal so, wie sie sind. Kann ich mit ihm noch plaudern? Ich glaube mal nicht, ne? Frank isn't a bad person, but he can't be in denial about the drugs he provided. Could you? Kette. How? Ansehen. Flyer, okay. Oh, Chloe. I'm gonna save you. Ja. For the last time. Wir werden es versuchen. Nobody will look at Jefferson's work the same. Oh, Rachel. How could anybody? Ah, er guckt sich das gerade da alles an, okay. Hier haben wir zwei Rechnungen jetzt liegen, hä? No one would have looked for Nathan's body with this. The Big Bus Company, Rechnung, Passagier Nathan's Prescott. Beschreibung Los Angeles. Okay, wurde schon bezahlt. Was haben wir hier für eine Rechnung? Looks like Jefferson was planning a major security Spy renovation Guy. with Prescott cash. Okay, wow, das ist aber auch ziemlich teuer. Okay, wir gehen jetzt raus hier. Jefferson. Hä? Achso, Dunkelkammer verlassen. Freedom. Ach, okay, dann war das nur Gewitter, was wir gehört This haben. storm is real. I need to find Warren. Ja. Und nachdem wir Chloe gerettet haben, müssen wir Yes. gucken, wie wir das mit dem Tornado noch hinkriegen. Aber eins nach dem anderen. Warren, Erstmal gucken, can you dass wir hear me? Chloe retten, wie auch immer. Never mind. Listen, do you have that photo you took last night in the parking lot? Yeah, but why? It wasn't that great a shot. Send uns Yes, das. it is, and I want it. Ach, geht ja Where gar are nicht, you? ne? I'm at the Two Wells Diner. Pretty much trapped in here with Joyce thanks to this Armageddon weather. I'm expecting the ocean to turn red. I'm on my way. Come on, that's crazy. Walk on the sidewalk outside. Seriously, Max, stay wherever you are. I don't think the storm's getting smaller. I'm kinda scared. That's okay. Me too. But it's not over yet, Warren. So hold on. Schade, dass wir das nicht auch von Foto, ach, Foto, Handyfotos machen können. Dass er uns das jetzt sendet, so gesagt, das Foto. Und wir versuchen es so, aber anscheinend geht das nur, wenn wir uns die Fotos angucken. Hoffentlich fliegen wir nicht davon. Jetzt müssen wir erstmal zum Two Wilds Dinner. Diner. That our culture of sin and entitlement would lead to God striking us down. And I'm the one trapped in this fucking radio station. Somebody get me the hell out of here now! Now, goddammit, do I pay all those taxes? Okay. You have one new message. Message received yesterday at 9 p.m. Max, it's Nathan. I just wanted to say, I'm sorry. I didn't want to hurt Kate or Rachel or I didn't want to hurt anybody. Everybody used me. Mr. Jefferson is coming for me now. All this shit will be over soon. Watch out, Max. He wants to hurt you next. Er wollte uns warnen. Sorry. Der wollte uns warnen, leider zu spät. Aber hey, Nathan wollte uns warnen. Um 21 Uhr war das. Eine Stunde nach der Partybeginn hatte er uns gewarnt. Oder wollte es zumindest. Aber Mr. Jefferson landet jetzt hinter Gittern. Für lange Zeit. Wow. Was ist denn hier?
Ich dachte gerade, wir sind hier beim Schrottplatz. Habe ich gerade gedacht. Sind wir hier beim Diner? Nee, oder? Oh, oh. Hier wackelt alles. Der Tornado. Wow. Puh, immer wieder beeindruckend, das Riesending hier. Das ist gar nicht gut. Aber wir brauchen das Foto. Möglicherweise haben wir keinen großen Zeitdruck, oder? Wir müssen uns beeilen. Wir müssen uns beeilen. Also lesen wir jetzt erstmal. Ah. Hey, was ist denn da passiert? Ach ja, das ist ja ist ja abgebrannt worden. Stimmt. Ich müsste irgendwie näher ans Diner heran. Stimmt. Aber wir haben SMS von Raren. Oha. Ich sag Bescheid. Uns fehlen. Okay. Cool, jetzt muss ich mich beruhigen. Yo, yo. Wo bist du, Maxwell? Sag mir einfach, ich soll mich verziehen. Max? Jetzt mache ich mir Sorgen. Ich verlasse die Party und suche dich. Sorry. Oh, aber der hat sich richtig Sorgen gemacht um uns. Max, ich lasse dein Handy klingeln, bis du mir sagst, ich soll aufhören. Es geht nicht um mich. Übles Öko-Chaos. Boah, ich verwechsel immer das Wort mit Okö. Öko-Chaos. Okay, geht ab. Die Luft ist elektrisch geladen, die Wolken brodeln. Sag mir, dass es dir gut geht, okay? Siehst du den Sturm? Das ist ein ausgewachsener Tornado. Unglaublich. Sorry, musste rennen. Autos fliegen. Habst du gerade in Two Ways Diner geschafft. Joyce und ein paar andere drehen hier mit mir durch. Der Sturm ist gewaltig. Bitte geh in Deckung. Sag mir, dass du in Sicherheit bist. Nö, sind wir nicht. Ja doch, eigentlich schon. Taylor. Max, ja, ist richtig. Max, Taylor, hast du Victoria gesehen? Sie hat sich nach ihrem Sieg in Luft aufgelöst. Stimmt, was ist eigentlich mit ihr? Ja, hatte der gesagt, aber auch nicht 100, also nicht alles. Ich habe dich mit ihr reden sehen, also dachte ich, du weißt vielleicht was. Ich habe etwas Panik, also sag mir, wenn du sie siehst, danke. Ganz kurz. Nathan. Ah, da Kate. Will mal eben was gucken. Ja, wir sind so gesagt wieder in Welt 1. Ja. Genau, wir passen auf ihr Kaninchen auf, genau. Daniel hat uns auch eine SMS geschickt, okay. Ich weiß, Max, ich vergesse das. Genau, ihr noch Teenager seid. Max, hast du Chloe gesehen? Sie ist nicht hier und geht nicht ans Handy. Wenn du bei ihr bist, sag's mir bitte. Dann kann ich dich in Ruhe lassen. Sag mir wenigstens, ob du diese Nachricht bekommen hast. Bitte, Max. Chloe hat uns gar nicht geschrieben. Max, danke, dass du mich zur Party gescheucht hast. Ich habe sie mit Brooke verbracht. Sie ist cool und wir gehen dieses Wochenende in eine Galerie. Erinnere mich, deinen Rat immer anzunehmen. Chloe, was hatten wir denn? Und das war kein Emoji. Stimmt, jetzt hat sie uns auch kein Emoji mehr geschickt. Stimmt, wir sind ja jetzt wieder in Welt 1. Ja, eigentlich in Welt 4, aber ich sag Welt 1, das macht's nicht so kompliziert. Verlassen. Wo ist das da einer denn überhaupt? Wo ist der Wal? Und oh, guck mal, da ist ein Tornado. Was macht der denn hier, der Schlingel? Leute, wie wär's, wenn ihr mal nicht so langsam lauft? Der kommt immer hier näher. Oha. Hi, ja, schönes Wetter heute, ne? Oha. Hey, die da oben kenne ich doch. Oh, die brauchen Hilfe, ja, brauchen alle. Warte mal, das ist doch, wie heißt es nochmal, Eliza. Die braucht wieder Hilfe. Oh. Aber wie können wir ihr denn helfen? Wir helfen dir. Eliza, warte. Benutzen, hier. Wir sind echt ihr Schutzengel, kann das sein? Die hat aber auch ein Glück, dass wir immer in der Nähe sind. Komm, Eliza. Komm, das schaffen wir. Yeah. Und wir haben sie wieder gerettet. Kein Problem. Hey! That was close. Eliza! Thank you, Alyssa. Now we're even. Be careful out
Na, noch sind wir nicht quitt, aber okay, mach's gut. Noch dreimal oder so, dann sind wir quitt. Zeichnung. Was für eine Zeichnung denn? Warum gucken wir uns jetzt eine Zeichnung an? Nein, dafür haben wir jetzt leider keinen Plan. Also dafür können wir jetzt nicht unseren Kopf benutzen. Leiche. No, you're not dead. You're not. Warte mal, können wir den retten? Ja, ich weiß, wir müssen sie gleich wieder retten. Vielleicht. Aber ich möchte unbedingt sehen, ob wir den retten könnten. Mist, wir können den nicht retten. Nee, Mist. Verdammt. Wir können ihn nicht retten, okay. Aber das war es mir jetzt wert. Das war es mir jetzt wert. Ich musste jetzt einfach zurückspulen. Ja, jetzt müssen wir das nochmal machen, aber das war mir jetzt egal. Hätte ja sein können, dass wir den vielleicht doch hätten retten können. Aber, ist jetzt egal. Wir können das ja überspringen. Benutzen. Überspringen. So. War hier nicht vorhin auch was? Genau. Mystery solved. But nobody gets your reward. Im Prinzip gebe ich dir das Tablet zurück, das ich dir gestohlen habe. Es lag so rum mit all den Katzenbildern und ich habe es einfach eingepackt. Es tut mir leid, dass du wegen mir so einen Scheiß mitmachen musstest. Ich habe das letzte Jahr selbst viel durchgemacht und ich war neidisch, dass du so viele Katzen hattest. Niemand hier mag mich und ich dachte, es wäre lustig, dein Tablet zu nehmen. Wegen sowas mag mich hier keiner. Ich war mir nicht sicher, ob ich dir in die Augen sehen könnte. Also habe ich für den Notfall diese Notiz geschrieben. Jedenfalls gebe ich dir hiermit das Tablet zurück. Ich hoffe, ich habe dir nicht zu viel Stress verursacht und dass du weißt, welches Glück du hast, so viele coole Katzen in deinem Leben zu haben. Ich hätte gerne auch welche. Okay. Oh, I can't stand seeing these bodies. Please, please, please move. Und hier ist ein Wal hingeflogen. Und der macht Fotos. Wow. Ist er tot? Ja, okay, den können wir retten. Hey du, aufpassen. Evan, do you see that tornado? Get the hell out of here. Max, there's no way I can pass up these images. Just look at it. You can't take a picture. Hallo, da kommt ein Tornado. Ein riesiger. Wow, Max, you do know things. You're such an idiot. Schön, dass du das einsiehst. Okay? Now I better listen to real everyday heroes. This is the end. Come with me. I have to help somebody else first. So, jetzt haben wir schon zwei Stück hier ihr Leben gerettet. Aber mir wurde auch einmal das Leben gerettet. Von der Eliza, was ich sehr nett finde. Aber jetzt müssen wir weiter. Können wir nicht noch jemanden? Nein, alles gut? Sonst noch jemand? Nee. Okay, betreten. Das ist das Two Wilds? Wales, meine ich? Two Wilds? Das ist es, Tatsache. Und hier brennt alles. Und jetzt haben wir irgendeinen Eintrag. Den wir aber nicht mehr sehen. Witzig. Magazin, Flyer. Ach nee, das ist. Nee, das ist nicht das Diner. Nee, ist es nicht. Damn. I'm stuck here unless I. Okay. I just need to switch on the electricity. Ja, wir müssen den Strom anstellen. Wir haben für Verteilerkasten, sehr gut. Ah, ja, das war jetzt so leicht, okay. Oh. He's dead. Electrocuted. Ist das dein Ernst? Ist das dein Ernst? Ja, das ist deren Ernst. Yo. Wir müssen den erstmal in Sicherheit bringen. Und wie helfen wir ihm jetzt? Ey, ja, und wie sollen wir den jetzt? Hier ist doch ein Loch. Warte mal, da. Ansehen. Ja, ich kann den doch nicht nur. Ich kann den doch jetzt nicht töten. Hä? Nein, es gibt eine andere Möglichkeit, oder? Magazin.
we can make it out of this, Chloe. Hä? Das ist doch jetzt nicht die Möglichkeit, ihn jetzt zu töten, damit wir da vorbeikommen. Sprinkler. Ach, ich weiß wie. Ich weiß wie. Ah, okay. Alles klar. Ja, ich weiß wie. Er stirbt jetzt. Er ist tot. Ja, ein Moment. Du kannst gleich wieder leben. Einen klitzekleinen Moment. Darf ich hier stehen? Ich weiß es gar nicht. Ich gehe mal lieber ein bisschen weiter nach da. Nicht, dass ich gleich im Brand stehe. So, jetzt lebt er wieder. Da ist er wieder und wir sind jetzt auf der Seite. Yay. Helfen. Come on. You have to get out of here right now. I need to breathe. I need Eric. Das ist der Fischer, den kennen wir ja sogar. Das ist, glaube ich, der, genau. Ja, das ist er. Das ist er. Okay, wir haben ihm jetzt geholfen. Sehr gut. Ach so. Das ist jetzt doof. Aber warte mal, von der Seite kommen wir ja auch dran. Stimmt. Ha, sehr gut. Ja, nice. Schon den dritten. Nein, ihr werdet überleben, oder? Verlassen. Und du sagst ernsthaft, du bist keine Superheldin? Die ist echt bescheiden. Das muss man mal zugeben, oder? Da ist es deiner. Da ist es. Und wir haben wieder was reingeschrieben, aber eigentlich nicht. Da wir das ja gar nicht können. Wow. Wow. Okay. Wow. Wow. Das ist natürlich nicht so gut. So, wir kommen aber immer näher. Das ist cool. So können wir uns fortbewegen. Wir müssen die, warnen. Sand? Was interessiert mich der Sand? Benutzen. Hey, was haben wir vor? Ach so! Ach, deswegen ist das da in die Luft gegangen. Deswegen, okay. Ach, da war eine Spur. Jau. Oha. Oh, shit. Der Wachmann ist tot. Unterschlupf der Obdachlosen. Ah, die hat sich ja in Richtung. Oh, zum Glück haben wir die gewarnt. Ich kann mir gut vorstellen, hätten wir die nicht gewarnt, wäre die jetzt vielleicht tot. Könnte sein. She's not here. Ja, hoffentlich. Wir haben sie ja zum Glück gewarnt. Und jetzt rein ins Diner. Leute, ich bin da. This is not a test. An E6 tornado warning has been issued for Arcadia Bay and surrounding counties. The emergency at least nobody's going to storm. Wenigstens hungert hier drin niemand, nein. Aber ich denke mal, hier bist du auch nicht vor dem Sturm sicher. Wenn er nachher hier hinkommen sollte. Hey, Max. Wie geht's? Hey, hier ist sogar Frank. Oh, Max. Oh, Jesus, I am so glad to see you, sweetie. Are you okay? Yes. What about you guys? Two whales is barely standing now. I don't know if it's gonna make it Max, to this photo. Tornado. Oh, poor Officer Barry and all those people out there. I know. Okay, get your ass inside. I have to get back to this gentleman on the ground. Lauren has been gathering all the first aid. It's not much, Joyce, but it's all we have. You okay, Warren? How the hell did I ignore all those warnings, Max? The snow? The eclipse? There's nothing you could do about it, Warren. I'm so stupid. Should have seen it coming. So glad everybody is safe here. But I need that photo from Warren to help Chloe. Sorry, sorry. Sprech mal mit Frank. No. Okay, Max. Excuse me while I go help this other gentleman. Frank, I'm so glad you're here. Yeah, it makes two of us.
Now, if only I had Rachel back. Now, Max, what about that info I gave you? Did you and Chloe find out what happened to her? Ich muss dir leider eine... Rachel ist tot. Frank. I don't know how to say this, so... I just will. Rachel is dead. God, no, please. Please, no, no, not Rachel. She can't fucking be. Naja, are you sure? I mean, how do you ja know? Doch. We used the names you gave us to track down a farmhouse. Also ich habe Rachel Professor nicht gesehen, ihre Leiche. Jefferson also nicht persönlich. Creepy photo torture room. And we found out he was using Nathan Prescott to drug and photograph Blackwell students. Prescott? Aber sie ist es. Sie ist fuck, tot. I knew it. I should never have hooked up with that sick punk. Papadou hated him. You saw Rachel. Weiß ich nicht. Haben wir die? Ich habe sie nicht gesehen. Ich habe halt nur dieses blaue Teil gesehen, wo sie anscheinend drin war. Aber ja, ich glaube schon, weil die haben ja... Ja, sicher, die waren ja total geschockt. Die mussten ja nachgucken, ob es das wirklich ist. Also, ja. Ja, klar. Yes. I wish I didn't. I'm so, so sorry, Frank. Nathan wanted to impress Jefferson and he killed her. How? How did he kill her? Überdosis, das, ja, Überdosis war das. He used some drug and gave her an overdose. An overdose? The only way Nathan could have done that is if I sold it to him. Oh, das ist so übel. I killed my lioness. No, what have I done? Where is this motherfucker Jefferson? He's going to jail. He won't be hurting anybody anymore. Rachel. Oh, God. She was the one good thing in my life, Max. I know she was too young. I expect her to leave me. It's not how it happened. I would never have stopped her from going after her dreams. Ja, einen Moment. Ich muss gerade überlegen. Ich weiß Chloe auch nicht. Ja. I know. Neither would Chloe. I knew Chloe and her were close. And I was jealous, but now I see why Rachel dug her. And Chloe was man enough to ask me for help after all that shit we went through. Chloe would appreciate that. You know, the one time I met my dad, the bastard quoted the Bible and said he wanted to enter his house justified. In other words, to do the right thing. Me too. And maybe you're helping me get there, Max. Don't get me wrong, kid, I still think you're weird. But you're cool. Ich fand's gut, dass wir es ihm gesagt haben. Auch wenn es natürlich schwer ist, jemandem zu sagen, dass ein geliebter Mensch gestorben ist. Aber ich fand's richtig. Ich frag mich sowieso, was sich gleich alles ändert. Nicht, dass ich das Ganze hier mache und dann nachher ändert sich. Ah, Pompidou. Hey, geht's dir gut?